YouTuber sind schon seit einigen Jahren nicht mehr nur YouTuber. Außer dem täglichen oder wöchentlichen Video schreiben sie Bücher, bringen eigene Beauty-Produkte und Modelinien in den Handel, Fresh Talk und die Lochis haben sogar Kinofilme veröffentlicht. Auch die Werbebranche entdeckt nach und nach die bunte Welt der deutschen YouTuber, und zwar in richtigen Werbespots, nicht nur in schlecht bis gar nicht als Werbung gekennzeichneten Webvideos. Ein Feld wird jedoch mehr beackert als jedes andere: Musik. Von Waititi über die Lochis, Kronk und Lind bis hin zu ApoRed haben sich in den letzten Jahren diverse YouTube-Persönlichkeiten an Musikmachen versucht. Mal mehr und mal weniger erfolgreich. Ich will in den nächsten Wochen in mehreren Videos ein wenig die Welt der YouTube-Musik erforschen. Ich werde hierbei auf verschiedene Aspekte dieses Themenkomplexes eingehen, zum Beispiel auf die Art und Weise, wie YouTuber ihre Musik promoten oder auf, nennen wir sie mal, seriösere Musiker, die ihre Bekanntheit hauptsächlich via YouTube erfahren. In diesem ersten Video der Serie soll es aber erstmal um eine Frage gehen: Warum machen YouTuber Musik? Warum stellen sich Heiko und Roman Lochmann mit nasaler Stimme vor das Mikrofon und singen den immer gleichen Song ein? Warum versucht ApoRed zu rappen und scheitert dabei kläglich? Warum haben sogar Gronkh und Sarrazar einen gemeinsamen Song veröffentlicht? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich meiner Meinung nach die Popularität von Musik vor Augen halten. Ich kenne Menschen, die wenige oder gar keine Filme schauen, die keine Bücher lesen, die Serien verabscheuen oder keine Freude an Videospielen finden können. Aber ich kenne keinen Menschen, der sich nicht in irgendeiner Form für Musik begeistern kann. Jeder hat sein Genre, seine Band, seine Sängerin oder sein Symphonieorchester der Wahl. Musik erreicht eine breite Masse. Entgegen der Behauptung, dass Radio ausstirbt, wird immer überall Radio gehört. Mittlerweile haben riesige Massen an Menschen Spotify-Accounts, die nicht nur dazu da sind, um fest und flauschig zu hören. Jeder Mensch mit ein bisschen Hirn und genügend Fingern an den Händen kann schnell die 4 Akkorde auf Gitarre lernen, mit denen sich fast jeder Song auf diesem Planeten spielen lässt. Musik berührt also eigentlich jeden Menschen, YouTuber eingeschlossen. Und unter diesen YouTubern gibt es dann auch jede Menge Menschen, die immer davon geträumt haben, ein Rockstar oder, was auf YouTube scheinbar sehr viel häufiger vorkommt, Rapper zu werden. Nun ist das Musikersein aber gar nicht leicht. Man muss Talent für etwas haben, muss hart an sich arbeiten, gute Songs schreiben und auf Housepartys und bei Open Stage Events spielen, um sich als Musiker zu behaupten und nach oben zu kämpfen. Da ist es natürlich viel einfacher, mit Musik erfolgreich zu werden, wenn man eh schon einen gewissen Bekanntheitsgrad hat. Und hey, vielleicht gewinnt man ja sogar noch ein paar Fans dazu. Ich habe schon oft mitbekommen, dass YouTubern, die sich musikalisch versuchen, vorgeworfen wurde, dass sie das nur tun, um Geld zu machen. In einigen Fällen mag das auch stimmen. Einen gewissen finanziellen Hintergrund haben vermutlich alle Ausflüge von YouTubern in das Fach der Musik, sehr viel häufiger steckt aber, glaube ich, vor allem der Rockstar-Wunsch dahinter. Es ist zwar sicherlich kein schlechtes Gefühl, virtuell von Tausenden, in einigen Fällen Millionen Fans gefeiert zu werden, aber vor einer Masse an Menschen zu stehen und die eigene Musik zu performen, ist dann doch noch etwas anderes. Statt einer sehr indirekten, virtuellen Interaktion zwischen Fan und Musiker findet nämlich ein direkter Austausch zwischen Zuschauer und Künstler statt. Es ist, aus eigener Erfahrung gesprochen, ein beeindruckendes Gefühl, auf einer Bühne zu stehen und für eine Sache, in die man Herzblut gesteckt hat, Applaus zu bekommen. Und sei es nur von 20 oder 30 Menschen. Wenn nun ein Lind oder die Lochis eine Tour spielen, bei der jeden Abend mehrere hundert oder tausend Menschen vor der Bühne stehen, dann ist das ein erhabenes Gefühl für sie. Zudem wird man als Musiker gesellschaftlich ernster genommen als Internetprominenter. Wenn der eigene Song chartet, dann zählt das in den Augen vieler sehr viel mehr als das 10. Video mit über 1 Million Views. Ein Charterfolg steht für Erfolg außerhalb von YouTube, und Internetsternchen wie Lamia Slimani und die Lochis wollen auch außerhalb von YouTube anerkannt werden. Man muss sich, um das zu beweisen, nur das Twitter-Profil von Heiko Lochmann angucken. In dessen Biografie steht dort: Musician, Ex-Actor, Ex-YouTube. Heiko will also scheinbar primär als Musiker und Schauspieler gesehen werden, wie einige andere YouTuber vermutlich auch. Musik gilt als echter Erfolg, also versucht man sich daran. Musik ist außerdem ein Mittel, um seine eigenen Gefühle, Gedanken, Ängste und Freuden auszudrücken. Das wird in der YouTube-Szene zwar viel zu selten gemacht, auch weil dabei vielleicht ein Teil des Publikums bei Flöten gehen könnte, nicht jeder will persönliche Texte. Deshalb rappt man dann lieber über Autos, Partys und Sneaker. Auch auf dem Löwenkind-Album vom Chef Löwen Lind geht es eher um stupide und sehr triviale Themen, um das Doppelkinn und den Führerschein, den man nicht hat zum Beispiel. Bis auf diesen einen Song am Ende des Albums, in dem Timo dann das vorher über 13 Songs aufgebaute "Mir geht es super, ich bin super, fuck the haters" Bild mit dem Titel "Kopf gegen Herz" eigenhändig zerschmettert. In diesem Lied berichtet Lind von persönlichen Problemen, Sorgen, ja sogar vom eigenen Alkoholismus und scheinbar auch von Suizidgedanken.
Der Song passt überhaupt nicht zum Rest des Albums, was einer der Gründe war, weshalb Lyne jede Menge Kritik einstecken musste. Und ja, das Album ist nicht gut, auch Herz gegen Kopf ist kein guter Song, aber er sticht heraus, weil nicht probiert wurde, Konsensmusik zu produzieren, sondern weil sich Lyne hier scheinbar ehrlich Probleme von der Brust reden will. Bezeichnend dafür, wie YouTube funktioniert, ist dann, dass ihm vorgeworfen wurde, dass er mit dem Song nur Aufmerksamkeit aus sich ziehen wollte und kein Wort davon wahr ist. Wenn man nun allerdings betrachtet, in was für einer Verfassung sich Timo Mikal-Torres aktuell scheinbar befindet, wird ein anderes Bild gezeichnet. Lyne ist einer der wenigen YouTuber, die über Musik tatsächlich versucht haben, etwas Ernstes auszudrücken. Abgesehen von den genannten Gründen gibt es noch einen weiteren Grund, als YouTuber Musik zu machen. Man versucht der Fanbase etwas zu geben. So entstehen dann Songs wie Elektro-Titel 5000 Volt von Gronkh und Sarraza, der aus einem Insider-Witz entstand, oder ein Machwerk wie 1 Million von KS Freak, ein Abo-Special. Grundsätzlich ist dieser Ansatz auch sehr lobenswert. Wenn dann allerdings ein Machwerk wie das erwähnte 1 Million dabei rauskommt, dann ist das Ganze aber trotzdem etwas fragwürdig. Außerdem findet dieser Gedanke leider viel zu selten statt. Zusammengefasst scheint der Versuch von YouTubern Musik zu machen also darin begründet zu sein, dass damit die eigene Popularität innerhalb und außerhalb von YouTube gesteigert wird. Man einen Traum ausleben kann, den man sonst nicht ausleben könnte, weil einem schlicht das Talent fehlt, und manchmal, ganz manchmal, geht es auch darum, dass man der eigenen Community einen Gefallen tun will. Außerdem lässt sich mit dem Verkauf von überteuerten CD-Boxen viel Geld machen. Und genau darum soll es in der nächsten Folge dieser kleinen Serie über YouTube und Musik gehen.